Ja, also jetzt sind wir hier drin in der Baraval. Und das war ein Lokal, das uns sehr gut gefallen hat, ganz spontan, weil wir hier mehrere kleine Räume haben. Man kann ruhig Abendessen, man kann unten an der Bar auch nur was trinken. Ecklokale sind doch immer noch am schönsten. Genau, und dieser Eckeingang ist super. Wir wollten hier was ganz Besonderes haben, wenn man reinkommt, dass man was Schönes sieht. Und haben dieses Plakat hier. Genau, das ist ein wirklich sehr, sehr altes Originalplakat aus den, glaube ich, Anfang 30er Jahre. Das haben wir in Barcelona im Bornviertel entdeckt, in einem Laden, der da heißt Prohibido Fijar Carteles. Plakate ankleben verboten, ja. Obwohl es nur Plakate gibt natürlich. Und wie es da so schön heißt, die beste Erfrischung und der hygienischste Aperitif. Piquant, ein französischer Bitter. Bitter. Ja. Schön wär's. Aber trotzdem in Spanien gefunden. Kann nicht alles original Spanisch sein, aber fast. Ja, dafür haben wir ja unsere Fliesen. Genau. Gehen wir weiter, weil das ist wirklich, da sind wir sehr stolz drauf. Den habe ich durch Zufall gefunden, einen ganz alten Fliesenboden aus Barcelona. Das sind Zementfliesen. Genau. Die sind ganz typisch für das Eixample, ein Stadtviertel in Barcelona. Da sind ganz viele Häuser damit ausgestattet worden. Otranto baut aus so Abrisshäusern die Elemente raus, die noch verwertbar sind. Deswegen hatten wir Glück, dass wir noch so eine große Fläche gefunden haben. Richtig. Ja, die Fliesen sind ja nicht das Einzige, was wir aus Spanien geholt haben. Ganz wichtig war uns der Marmor, den wir hier auf der Theke haben. Für uns beide ist das so eine Kindheitserinnerung, diesen Marmor auf den Theken und wie die Gläser, wie die da aufgestellt werden, das Geld, wie es da drauf fällt. Und wir wollten unbedingt diesen ganz schlichten, klaren, weißen Marmor haben. Als wir uns überlegt haben, wie die Bar aussehen sollte, wollten wir unbedingt was Modernes haben, aber auch nicht zu designt. Wir wollten, dass der Laden in 10 Jahren auch noch so funktioniert, wie er heute funktioniert. Deswegen haben wir so eine Mischung aus klassischen Elementen und modernen Dingen. Und irgendwie sind wir da immer wieder auf die 50er Jahre gestoßen. Wir haben immer wieder so Elemente, die daran erinnern, wie zum Beispiel diese Holzlamellen, aus denen wir hier die Barfront gemacht haben. Wir haben diese dreibeinigen Barhocker, die haben wir extra für die Bar anfertigen lassen und werden auch häufiger darauf angesprochen, wo wir die eigentlich herhaben. Die dreieckigen Lampen hat ein Berliner Designer, Daniel Becker, für uns entwickelt. Also er hatte eine Lampe schon gemacht und hat Abwandlungen, wie er es nannte, die Raval-Familie seiner Lampen gemacht. Und uns war auf jeden Fall wichtig, dass der Laden zwar spanisch rüberkommt, aber nicht die üblichen Klischees bedient. Wir wollten keine Stierkampfplakate an den Wänden, irgendwelche Flamenco-Tänzerinnen oder irgendwelche Schinken, die von der Decke hängen. Für uns war es eigentlich wichtiger, dass dieser Laden so auch in Spanien stehen kann, dass auch Spanier sich hier wohlfühlen. Und wir haben nach Elementen gesucht, die wir mit Spanien verbinden, aber nicht unbedingt so offensichtlich sind. Wir haben zum Beispiel auch eine Postkartenwand. Die haben wir gemacht. Ich habe mir überlegt, wie stellt sich Spanien selbst dar? Und einer der Wege, die sie haben, sich darzustellen, sind eben diese Postkarten. Jedes Dorf druckt Postkarten ab, um sie zu verkaufen. Und dann haben wir gedacht, lassen wir doch die Postkarten sprechen. Wir sind ja beide riesen Wermut-Fans und im Sommer ist es auch ganz gut, wenn man das mit so einem Schuss Soda trinkt. Und wir beide lieben die Siphons. Deine Mutter hat eine riesen Sammlung zu Hause, hat uns auch einen Siphon zur Eröffnung geschenkt. Und so sind wir dann losgezogen und haben in Barcelona auf dem Flohmarkt unsere eigene kleine Siphon-Sammlung zusammengestellt. Eher bescheiden natürlich, aber irgendwo ist ein Anfang. Und für uns stehen diese Siphons auch für Spanien. Ja, das ist jetzt unser Separé. Ein kleiner Extraraum, den wir hier haben, wo wir eben Gesellschaften mit 20, 30 Leuten machen können. Von vornherein haben wir uns eigentlich vorgenommen, das zu unserem Wohnzimmer zu machen. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Geburtstag gefeiert, Silvester, Hochzeiten. Ja, zum Glück nicht unsere. Ja. Und Fußball. Genau, und Fußball ist das große Thema. Das liegt mir ganz besonders am Herzen. Das war eigentlich der Grund, warum ich die Bar überhaupt aufmachen wollte, dass ich hier mit anderen Fans vom FC Barcelona Spiele gucken kann zusammen. Auf Spanisch. Und, richtig. Oder katalanisch. Und deshalb haben Freunde und Bekannte dann auch Kunstwerke gegen Tapas hinterlassen. Das Fußballmotiv haben wir auch aufgegriffen. Das Ja, das sind Freunde von mir, Mode2, Delta und Futura, haben eine Edition zum Thema Fußball gemacht, auf ihre eigene Art und Weise interpretiert. Und die haben wir hier natürlich auch prominent vertreten. Und dann Leute aus meinem Freunden- und Bekanntenkreis, also Wolfgang Becker zum Beispiel, der Regisseur von Goodbye Lenin, hat uns dieses wunderschöne alte Original-Filmplakat vermacht. Und das machte natürlich Sinn, ne? Also Film, spanisches Filmplakat. Er liebt diesen Laden und gegen ein paar Tapas haben wir dann dieses wunderschöne Plakat bekommen. Vergiss nicht unser super Original.
Ein Piet Mondrian. Den Piet Mondrian, genau. Ja. Der ist da. Liebt jedes spanische Kind. Und ich glaube, das Kunstwerk heißt Pachis. Pachis heißt das, ja. Ja. Ihr seht, wir geben uns Mühe und würden uns freuen, euch hier auch mal begrüßen zu können. Vielen Dank, dass ihr euch für unsere Weine interessiert. Hasta pronto.